vom Parkplatz losgegangen. Hier sind die Wände. Wir wollen Messerlänge machen. Amateurweg in der Schöllenschlucht. Kurz vor Andermatt. Bisschen Autolärm hier von der Straße. Aber sonst ganz schön. Wir sind jetzt am Einstieg von der Route. Da seht ihr. Geburtstagsweg und ja, leider sehr viel Verkehr hier. Das ist nicht ganz so schön, aber ich hoffe, das wird weniger. Also hier war es ziemlich glattig, die dritte Seillänge. Erste war super schöner Riss und hier geht es nochmal plattig weiter. Das ist die vierte Seillänge. Und danach mal schauen. Ja, das war jetzt wirklich gerade eine schwere Seillänge hier. Muss ich ein bisschen Baum dazu nehmen. War echt steil, die 6a plus. Und das wird jetzt eine entspannte, ich glaube eine 5a. Ja. So, genau. Und es ist ja schon ein bisschen später, wir sind ja auch später los. Aber das schaffen wir schon. So, Route geschafft, oben angekommen und wir sind schon am Abseilen. Ja, also es ist auch schon recht spät. 19 Uhr, sagt die Uhr. Ja, und ja, hier geht es auch nicht mehr weiter. Wir haben die Route geschafft. 6 Seillängen waren es. Oh, ist da. Da hinten Karabiner. Naja. Komisch. Ja, und jetzt geht's hier runter. Ja, wir haben schon 3 Seillängen abgeseilt und jetzt geht's hier wieder runter. Ich denke, wir schaffen es noch. So, 20.19 Uhr. Wir sind unten und ja, eigentlich war die Route schon abwechslungsreich und interessant, würde ich sagen. Und lohnt sich auf jeden Fall zu klettern, wenn man Platte mag zwischendurch. Rissplatte und ein bisschen Griffiges zum Schluss.